Ja, man fragt sich wirklich, was war das gestern eigentlich? Was war das gestern wieder für eine Sendung, die uns erklärt hat, dass die Welt hier nur fürchterlich ist? Die uns erklärt hat, wir hätten ein fürchterliches Insektensterben, was im Wesentlichen durch die Landwirte befeuert wird. Das wurde auch so gesagt. Wie passt das zusammen mit eben der Österreich-Studie, einer der größten, nein, die größte Studie, die in Europa überhaupt gemacht wurde, die eben das Gegenteil sagt. Es gibt das Insektensterben so nicht, sondern es gibt eine Veränderung der Arten und das liegt im Wesentlichen an veränderten Temperaturbedingungen. Und die sagt übrigens auch, dass Landwirtschaft in extensiver Weidehaltung mehr Insekten fördert, als eben in Naturschutzgebieten oder auf brachliegenden Flächen. Also das, was die Krefeld-Studie sagt, stimmt nicht. Wie kommt es zu solchen Sendungen? Was sollen solche Sendungen? Warum macht man sowas? Warum berichtet die Tagesschau ausgiebig über diese Sendung, nicht aber über die Österreich-Studie, die was anderes sagt? Das ist nicht ausgewogen. Wie kann das sein? Und naja, es braucht halt eine Grundlage dafür, dass eine Ursula von der Leyen von der CDU in München auf der Bühne stehen kann, Unwahrheiten erzählen kann und im Endeffekt katastrophale Nachrichten an die Bürger weitergibt und kriegt dafür auch noch Applaus. Denn das Falsche zu richtig zu erklären geht nur, wenn einem das Volk dafür noch zujubelt. Das ist die politische Kunst. Und die schafft man mit so einer Gehirnwäsche, wie sie dort in dieser Sendung mal wieder gezeigt wurde. Die haben wir in vielen Bereichen. Beim Klimawandel haben wir sie. Man kann auch nur die Rede der CDU von Frau von der Leyen durchzugehen. Und dann haben wir jeden Satz genau das. Es werden Halbwahrheiten und Unwahrheiten berichtet. Es wird quasi nicht zu Ende gedacht, ein Gedanke, ganz bewusst natürlich nicht, um eine Simplifizierung zu erschaffen. Und alles jubelt für das komplett Falsche. Wenn ich Dünger ausbringe, um meine Pflanzen zu ernähren, dessen Ergebnis bei der Ernte oder bei der Plünderung, heißt es heutzutage ja, den einzelnen Menschen zugutekommt, weil dann haben sie was zu essen, stehen diese Menschen dort und beschimpfen mich, weil ich jetzt Dünger ausbringe, der dann die Fische im Meer erstickt. Wortwahl von Frau von der Leyen von der CDU. Nicht von den Grünen, ist mir fast falsch rausgerutscht. Das schafft es also, das Düngen negativ zu machen. Die EU hat uns also dazu verdonnert, 4% unserer Fläche, das sollten mal 10% werden, brach zu legen. Das verknappt die Nahrungsmittelproduktion. Und die Menschen, die darauf angewiesen sind, Essen zu kriegen, jubeln dafür. Ja, wir schützen damit die Insekten. Stimmt einfach nicht. Oder Pflanzenschutzmittelverbot. Wenn wir Qualität erhalten wollen, Qualität, ich bärbocke schon, wenn wir Qualität erhalten wollen, dann brauchen wir Pflanzenschutz. Denn, wie sagt es Herr von Mackensen in diesem schönen Video, 40% der Lebensmittel schmeißen wir weg. Was er nicht gesagt hat, die meisten davon sind Obst und Gemüse. Pflanzen. Warum? Weil die am ehesten eben verderben oder eben nicht mehr so schön aussehen. Und ohne Pflanzenschutz halten sie noch weniger. Und das ist eben dann die Krux bei der Geschichte. Was will man? Sichere, stabile Erträge mit hohen Qualitäten oder eben nicht? So, und jetzt erzählt er uns bei Demeter, wo er arbeitet, da geht das mit dieser Energieübertragung und in der Kuhscheiße rühren ganz einfach alles und ganz toll. Möchte ich bitte nicht und ich glaube auch nicht daran. Ich glaube auch nicht an Globuli. Das ist sein Glaube, den kann er gerne haben. Dass die ARD diesen Glauben aber über die Realität steckt und da ein brandgefährliches Experiment vermacht, indem man Menschen dazu bringt, etwas zu bejubeln, am Ende auch etwas zu wählen, was im Endeffekt ihre eigene Existenz in Gefahr bringt. Das erleben wir gerade bei der Energieversorgung, das erleben wir auch bei dem Satz, wir schaffen das, das erleben wir in ganz vielen Bereichen. Elektromobilität, die Menschen hier arbeitslos macht. Und jetzt haben wir viele Arbeitslose, die sich ihr Haus nicht mehr leisten können, geschweige denn ein Elektroauto. Eben noch hatten sie einen Job und einen Verbrenner und jetzt haben sie gar nichts mehr. Und diese Art der Politik, die eben nicht das Wohl der Menschen im Mittelpunkt des Handels hat, sondern eigene Ideologie, ist das, was neu ist, was es in meiner Jugend nicht gegeben hat und was dieses Land unseren Wohlstand ruiniert. Und wir gucken der Sache schweigend zu. Ich verstehe dieses Land nicht mehr.